Entschuldigung. Nicht, macht nichts, ich bin hier hinterher. Achso. Es kommt. Oh. Scheiße! Oh, jetzt habe ich mir irgendwie mal ein bisschen mitzogen. Echt? Ja? Oh nö. Nee. Run, vor, run. Auf Schlampe laufen! Taylor! Dass man die Viecher nicht komplett sieht, bin ich schade. Mhm. Ach, jetzt bin ich hier wieder in diesem Nebel, wo ich auf dich warten muss. Hm. Ich hau ihm mal ein bisschen was auf die Rübe. Versuch's jedenfalls. Oh, wen hast du erschlagen? Ja, ich hab draufgehauen. Hab da eben gerade so ein Pinken gehört und so Schatten gesehen. Bist du das? Ich kann nicht sehen. Rechts oder nach links gehen? Muss ich dich suchen, Schatz? Ich geh mal nach rechts. Ich war da links gegangen, bin mit vier zu die Arme gelaufen. Ah, cool. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurze Pause. Er kriegt ein Herz, Kasper. Yep. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Ich sag dir doch, zusammenbleiben und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Gemeinsam sind wir stark. Richtig. Eigenschaft aktualisiert. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Ist ein Schloss gerade aufgegangen. Mhm. Bei mir gehen irgendwie immer nur zu, habe ich das Gefühl. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen herausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Wir müssen dieses Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist sie nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? Hey, Kleine, lässt du uns bitte in Frieden? Ja, warum nicht? Kannst du mal probieren. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Mary had a little lamb. Stimmt. Wenn wir sie stoppen... Bloody Mary. Ja. Hier ist doch nicht sicher.
Was ist los? Alles gut? Meine Augen haben kurz so gebrannt. Ist schon wieder weg. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Hast du nichts aus dem Beinaheunfall mit dem Alten gelernt? Steck's weg. Das ist nicht der alte Kerl. Das ist was anderes. Ziel mit dem elenden Ding auf jeden Fall. Manchmal ist es gut, nichts zu tun. Mein Gott. Was dachte ich, haben wir ja aus Antworten gelernt. Du das Eichhörnchen erschossen hast. Das war ein Killerhörnchen. Das war ein Eichhörnchen. Killerhörnchen, das hat man genau erkannt. Wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Hey, guck mal, Schatz, wir sind alle noch wir zusammen. Wir haben noch mehr dieser Dinge gesehen, seit du weg warst. War noch kein Verlust. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Oh, jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Trotzdem wird nicht gestöpselt. Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke gefällt mir. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. So viel zu belasten, alles. Aber beim letzten Mal auch nicht hingekriegt. Nee, irgendwie nicht. Aber einfach so spielen, wie wir gerade machen, ne? Ich helfe dir runter. Shit. Das kam letztes Mal aber auch nicht. Will ich gleich mehr zu machen. Wir bleiben zusammen. Fuck! Warte! Oh. Hey. Los, weiter, schnell! Führt uns das nicht im Kreis herum? Ist doch egal. Nicht stehen bleiben. Ruhig. Komm schon. Ich hab dich. Komm. Hab dich. Leute. Andrew? Bist du da? Daniel? Taylor? Das ist auch nicht zusammenbleiben. Oi. Scheibe, Halt durch, Taylor! Ich muss mir helfen! Oh, jetzt kommt die Szene.
Die will auf meine Eier losgehen. Da, hängst du am Baum fest? Baumkuschler? Vorfall. Hast nämlich nur 3 Schuss. Jetzt nur noch ein. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kann auch 4 gewesen sein, aber es war nicht viel. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh, wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Da lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Wir müssen weg, jetzt gleich. Besser das eigene selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Schöne Karte, stelle ich schon wieder fest. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und bisher sind alle Studenten der Verdammnis entgangen, dem ewigen Leiden. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel, echt gemein ist, was da kommt. Wohin? Wir sind immer noch zusammen. Ja, und wir haben alle einen Herzschlag. Wir müssen sie stoppen. War faszinierend, ne? Wie sieht die Geschichte und das alles ein bisschen ändert, nur weil du andere Entscheidungen triffst, wie ich letzte Woche und ich andere wie du. Immer schön wachsam bleiben. Das Glühwürmchenhaus. Genau. Ja. Sieh dir das an. Irgendwie schön. Oder? Sieht seltsam aus. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist nicht kacken. Ich sorge mich. Warte, ich hab hier für Mittelchen dagegen. Das kurzlebigste Tier? Das ist nicht alles. Das kurzlebigste Tier? Als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Und dazu gibt es kostenlos einen Bartwurm. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. In Reimen und Versen. Ja, so wie es halt früher üblich war. Die wussten sich wenigstens noch zu artikulieren. Richtig. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass.
Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Es wäre ein Fehler, das Mädchen hinzurichten. Sie ist traumatisiert. Ein Opfer wie alle anderen. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ach, die Kirche hat damals viel zu viel Macht gehabt. Ja. Da wurde noch nicht mal dran gedacht, dass die Fehler machen. Ja. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö, sie war nicht mal da. Mist! Ja, die sieht aber auch nicht mehr so frisch aus, ne? Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar kein. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von echt? Geistern und Dämonen. Wir sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Klar, weiß ich. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Ganz sicher. Danke. Bin grad einfach so nervös. Jetzt von hinten. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Wir sollten los. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Da bin ich nicht fast gut. Taylor! Wo bist du? Taylor! Ich hoffe, ich... Komm, beweg dich! Mann, die brutzelt mir mein Bein ja. an. Taylor! So weit waren wir doch gar nicht weg. Der Nebel. So, ja. Oh, ich bin richtig gegangen. Lass mich, ich rette dich und die anderen. Lass mich los. Nein. Ein Todessprung noch. Hey, geschafft? Schon wieder? Ja. Drei weitere Errungenschaften. Freier Geist und unsere eigenen Dämonen. Mhm. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Ja, aber nicht zu schnell laufen. Dich gleich wieder auf den Hintern. Oh, gefällt es dir? Ja, in RL ist er besser. Ich denke, ihr wolltet reden. Anscheinend nicht. Ein Strichmännchen. Haben die Geigenmännchen gespielt? Mhm. Auf Oldschool-Art.
Okay. War ja auch bei Man of Medan so. Als sie es anders gespielt haben. Ja, es war ja auch ganz anders mit der Storyline. Kommst du jetzt? Was ist da mit dem Biest passiert? Weiß nicht. Voll der Albtraum. Was denkst du? Mir kam es so vor, als wollte es mich in den Wald zerren. Will gar nicht erst wissen, was da passiert wäre. Wenden sich die Dinge für uns zum Guten? Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Wir wissen, was mit den Beschuldigten passiert. Gerechtigkeit gibt's hier nicht. Das einem kleinen Kind anzutun, soll das die Lösung sein? Ich glaube nicht. Hey, Andrew muss mit seiner Tat leben. Er hat getan, was er für richtig hielt. Mehr nicht. Toll. Und während er versucht, damit zu leben, sind wir hier am Sterben. Er meint es nicht so. Das sind nur die Nerven. Sie ist positiv. Wir sind noch am Leben, also machen wir wohl was richtig. Ja, machen wir. Irgendwie so. Ja. Guck mal, das Ding. Ich kann tatsächlich schon wieder nicht dabei zugucken. Ach, das ist wieder. Aber ich kann es tatsächlich wieder nicht, obwohl mir es angezeigt wird, ne? Ja, dann komm. Ich räume mal den Platz für dich. Ich stehe dort. Also. Leicht verdrückt, der Gute. Ja, ich glaube, der wollte eigentlich den Kiefer einringen. Ja, vielleicht ist das hier Chiropraktik nach hinten losgegangen. Ja, ein bisschen zu dolle gedrückt, ne? Ja, aber eindeutig nicht Tamme, der da Hand angelegt hat. Die hier ist nix. Aber Mädel, du solltest echt mal duschen. Du siehst echt dreckig aus. Siehst scheiße aus. Ah, ich wollte halt ein bisschen eleganter aus. Hm. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Hm. Dün, dün, dün. Stimmt für Carver als Bürgermeister. 666. Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Hm. Ja. So mit dem Tracken gehen hast du es nicht so, Digga. Nicht so wirklich. Lars, wo hält er die Taschenlampe hin? Hey! Hier oben! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Hallo? Jemand zu Hause? Aufmachen, Drogenfahndung. Hier drin war schon lang keiner mehr. Tja. Da hat die Scheine gepackt. Muss ich wohl vor dem Richter sprechen? Ach, mir graut davor.
Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu erkennen. Die Priester und Reverend sind doch die mit dem Teufel eher alle im Bunde. Wir müssen annehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich denn noch an, was ich denn davon? Die Zeit drängt, ich glaube, ich muss mal mit meinen Angestellten reden. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Oh, hast du eine Ahnung, wozu Kinder alles fähig sind? Dein Ernst? Diese Göre ist schuldig! Du, tu einfach, was du für richtig hältst. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Ja, bist ein Lappen. Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Wie können wir das auch nicht ändern, ne? Anscheinend nicht.